Servus Leute, herzlich willkommen zur dritten Folge South Park und wir haben gerade in der zweiten Folge den Humankind 2 fertig gemacht. Und ja, wir schauen jetzt nochmal ein bisschen an. Genau, Toilet. Was muss ich machen? Ah, das halt, ne? Das halt, ne? Zack. Okay, aber. Spammer, Leute! Okay. Oh, V und. Oh Gott, falsch. Jo. Okay. Rausschütteln. Okay. Das war richtig scheiße. Ja, gut. So, was sind unsere Aufträge? Finde heraus, wer Annes Auto zerkratzt hat. Ja, okay, das müssen wir aber in der Nacht machen. Finde 10 Yahoo in South Park. Da ist ein Yahoo. Craigs Haus. Oder? Nee. Ach, stimmt. Ach, stimmt, die haben ja Follower gesammelt, Leute. Bin mir gerade nicht sicher. Nee, das ist. Ach doch, das ist Kunstversteck. Hä? Fick dich, Mom. Dieses Passwort. Ah, da bist du ja, Wunderarsch. Super hält seine Schwere, als du dachtest, hä? Ja. Diese Videos werden so entmonetarisiert, das gibt's gar nicht. Siehst du das? Das ist Fidget Spinner. Alter, Fidget Spinner. Du findest so Zeug überall in der Stadt. Der Witz ist, sie in deine Artefakt-Slots zu stecken. Na los, probier's aus. Tabulator? Artefakte. Nimm das hier, um deine Stärke zu erhöhen. Okay. Ja, 15 macht. Cool. Okay. Es verbindet sich mit deiner DNA, ist kurz unangenehm. Du musst viele Artefakte finden auf deinen Superheldenabenteuern. Mhm. Noch selber welche basteln. Denk dran. Macht bedeutet geile Mädels und Kohle. Du kannst deine Klasse jederzeit wechseln, indem du an Kuhns Tisch sitzt. Ja, nee, will ich jetzt nicht. Will ich eigentlich gar nicht. Was denn? Schnelle Freischaltung. Achso. Kann ich da jetzt benutzen auch? Nee, kann ich nicht. Ich brauche auch noch coolen Kunstagram-Follower. So. Hier, Mizi, komm, Mizi. Wirf einfach einen Stein. Nein, ich darf einen Stein schmeißen. Wirf doch stattdessen einen Böller. Hey, diesen Teuer. Gib dir den Stein. Du Pussy. Hey, der kleine Viertklässler schon wieder. Jetzt gibt's mal richtig auf die Fresse. Kampfvorteil. Oh, wir haben Super Greg und Human Kite dabei. Keine Gnade, Leute. Hübsche Outfits, Trottel. Zeig uns, was du drauf hast. Kampfschwierigkeitsgrad. Kausalhelden haben einen Vorteil. Helden und Gegner sind gleich stark. Super hier ein G. Ja, nee, Kausal. Was willst du? Im Pause kannst du in Schwierigkeitsgrad den Kampf jederzeit anpassen. Okay. Guck dich dann mal auf, wenn ich dran bin. Ja.
Arm! Ja, Mann, ich war zufällig. Oh, shit. Ja, Mann. Ist der heiß, hä? Ist der heiß? Ja, okay, jetzt Humankind mach. Ach, den kann ich auch mal. Was hat der für Attack? Schutz ein Teamkollegen. Ja, das will ich aber gar nicht. Sie verbündet in deiner Nähe, um sie zu heilen. Das ist ja. Ja, okay. Machen wir ein Laserding. Und ist er tot? Ja. Wow, 44 Damage. Gregs Blockkräfte erlauben es ihm, Schaden umzulenken. Blockkräfte wären bis zum Ende des nächsten Zuges Schaden ab. Ein Charakter, der blockt, nimmt nur Schaden, wenn er zurückstoßt wird. Und okay. Probiere Quakes Blockkräfte aus, indem du 2 drückst. Bam. Ich denke gerade super auf dies gemeine Gedanken. Ja, schüttelig. Bam. Rückstoß. Oh, wo ist... Aber ich will meine Super Attack machen. Ich bin drin. Okay. Boah, wir können ja nichts machen. Doch, wir können. Wir können ihn halten. So. Können wir das machen? Nee, können wir 3 machen? Ja. Ah, da steht er da, ist auch drin. Ja, egal. Oh, fuck. Immer mal den Maul halten. Oh, ich kann das Quicktime, wir werden noch nicht. Die gestreiften Felder, ja, ich weiß schon. Bam, geschützt. Warum kann ich das nicht machen? Ja, okay, ich kann nichts machen. Ich kann leider nichts machen. Das ist sehr schade. Ja, ich bin hier. Zack. Ich check dieses. Sieg. Armgedonen. Blase, kann ich nehmen. Und 20 Cent. Okay, die 6 Lässler haben wir fertig gemacht, würde ich sagen. Okay, das war ziemlich cool. Geile Teamarbeit. Okay, geile Aktion. Warte nur, bis ich rumspricht, dass wir 4 6 Lässler verprügelt haben. Das fördert das Franchise. Obwohl ich jetzt natürlich alle 6 Lässler im Visier habe. Ich hole Follower. Also, ich will kein Follower. Hey, du hast bei Kryptonit nichts angegeben. Bist du unbesiegbar? Das geht nicht. Laut den Regeln brauchst du eine Schwäche. Ach nö. Such Moskito, der hilft dir. Ich übertrage den Rest auf deine Karte. Es ist Zeit für ein paar Heldenmissionen, um deinen Charakterbogen auszufüllen. Okay.
Schau auf die Karte, wo bin ich? Gebe einfach mal da zu dem. Keine Ahnung, was das ist. Oh, das war die Falschhalle. Wir wollen zur Schule. Da. Nice. Alter. Glückwunsch, das Schnellreisesystem ist voll ist bereit. Mit weiteren Stationen nice. Nice. Danke, Blitzfreak. Ciao, Blitzfreak. Verbündeter freigeschaltet, Blitzfreak. Geil. Also. Ja, dann mach sie doch nicht. Oh ja, Selfies. So, ich habe gelernt, dass sie da nicht ins Handy schauen. Darum. Mach hier eine schöne. Annie Nelson. Schau, da hat sie nicht ins Handy geguckt. Was tun sie halt? Esley! Ja, danke! Machen wir ein Selfie? Okay, ja. Ja, ich mach keinen Scheiß, ja. Oder bitte mach das, ja. Ja, na schön. Okay. So. Mr. Adler. Adler. Okay, Schluss mit dem Scheiß, ein für alle Mal. Können wir die noch so viel machen? Hallo? Nee. So, können wir das jetzt benutzen? Mit welcher Taste geht denn das? Dieses Superheldenspiel ist lahm. Ja, du bist lahm. Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, wie es geht. Ihr könnt es mal unten in die Kommentare schreiben. Oh ne. Ja, richtig. Okay. Ist ja natürlich im Männliche. Also, naja, es mag dich verwirren, aber hör genau zu, okay? Du wurdest als Junge geboren. Das nennt man einen cisgender Jungen, okay? Oder cis-Jungen. Aber, also, du hättest dich auch erst zu einem Jungen entwickeln können, verstehst du? Wenn du nicht als Junge geboren bist, dich jetzt aber als einen identifizierst, das nennt man dann Transgender, okay? Oder kurz trans, okay? Und dann fühlst du dich als cis. Oder Transgender. Ja, tschüss, ne? Okay, warte einen kleinen Moment, ich muss deine Eltern anrufen. Das dauert nicht lange. Hallo, hier ist Mr. Mackey, der Schulpsychologe. Ja, hi, ich habe Ihr Kind hier in meinem Büro und also, er hat mir gerade erzählt, dass er Cisgender ist. Er identifiziert sich mit dem Geschlecht, als dass er geboren wurde. Oh, das wussten Sie. Okay. Nein, das ist in Ordnung. Ich wollte nur, dass Sie wissen, dass er auch andere Optionen hat. Wissen Sie, man muss ja nicht immer das Erstbeste nehmen. Okay. Nein, das ist super. Das ist gut zu wissen. Ich glaube, ab jetzt kann ich wirklich vielleicht helfen. Recht herzlichen Dank. Okay. Wiederhören. Okay. Was ist der für ein Typ? Ich bin froh, dass wir darüber geredet haben. Als Cisgender-Mann weiß ich aus Erfahrung, wie schwer es manchmal haben kann, der sich entscheidet, jemand anders Geschlechtlichen zu lieben. Aber denk dran, Liebe ist Liebe. Selbst wenn du ein Kerl bist, der Titten liebt. Okay? Ich bin Cis-Mann. Cis-Mann. Sei vorsichtig, okay? Denn es gibt viele Leute, die dich nicht akzeptieren werden, wie du bist, und mit denen musst du fertig werden. Okay, also komm jederzeit.
Okay, danke. Meine Güte, was hat das denn? Oder ist noch eine Tasche? Noch ganz viele Taschen. D-Mobil Smartphone, ja. Poster und wir haben insgesamt 437 Euro. So. Gehen wir mal raus. Okay. Was kann man im Plan denn machen? Ich prügle dich zum Hetero, so wie Harry damals, 94. Ihr braucht schon Physik. Das stimmt echt. Oh Mann. Unsichtbare sterben nicht. Hiernach sehnst du dich nach Daddys Gürtel. Ja, bau keine Bruchlandung. Hau rein, Neuer. Cooler Move. Hat mich unterhalten, den TV-Mehrteiler über mehrere Abende. Denn so schnell nehme ich die Dinge wahr. Wow. Ja, Mann. So. Oh, der kann direkt fertig machen, wenn ich jetzt gut mache. Nein, ich schaff das nicht. Egal. Ich schaff dieses Ding nicht. Ja, Mann, Super Craig, jetzt geht's ab. Super Craig. Ah, endlich. Hättest du dir mal bei deinem Kostüm so viel Mühe gegeben? Sei froh, dass ich hier bin. Achso, das kann ich nicht mehr. Die Musik aber vor allem. Bam! Und jetzt noch hier noch ein Schlag. Bäm. Das sah schmerzhaft aus. Mission erfolgreich. Ich sag mal auf für dich, Alter. Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialisten an. Oh shit, ich hab's verkackt. Bam. Den machen wir fertig. So, jetzt nochmal. Bam! Ja, Mann! Du hast gewonnen, Sieg! Hasenschmiede und 20 Cent. Oh, das war ein Artefakt. Geil. So, dann machen wir mal auf. Zack, Artefakte. Das kann ich noch nicht. Ja, hier, das da. 30 macht. So, hier. Oh, hallo, mein Kind. Dich habe ich ja noch nie gesehen. Aber du kommst zur rechten Zeit. South Park steht am moralischen Abgrund. Unsere Katzen werden gestohlen. Häuser mit Klopapier geklopapt. Klopapt. Okay, vielleicht ist jetzt noch nicht der jüngste Tag, aber wir brauchen einen Helden. Ich frag jetzt mal ganz gerade heraus. Siehst du dich selbst als einer von den Guten? Ich kann deine Verwirrung verstehen. Aber für jeden von uns kommt irgendwann der Tag der Entscheidung. Wirst du zu Jesus finden und den richtigen Weg wählen? Wirst du auf dem Mittelweg lavieren? Vom dritten Weg wollen wir gar nicht sprechen. Ich hoffe, du bist Teil der Lösung, nicht des Problems.
Tu den ersten Schritt, mein Kind. Betritt diese Meditationskammer. Dort kannst du dich deinen schlimmsten Ängsten stellen. Stell dich deinen Ängsten, neues Kind. Stell dich deinen Ängsten. Oh, hey, ich bin in deiner Fantasie. Nur ein netter katholischer Priester, der dich ein bisschen besser kennenlernen möchte. Ja, genau, ich bin auch voll in deiner Fantasie und werde dir gleich die Schultern massieren. Hast du dir sowas jemals träumen lassen? Lass mich das Licht hier drin ein bisschen heller machen, damit wir dich auch sehen können. Ach. Als ob ich alleine jetzt kämpfen muss. Dieser Gegner setzt langsam Attacken ein, was du... Okay. Kann ich zweimal? Oh, falsch. Ich bin auch für Geburtstagspartys zu buchen. Ich habe Gottes Liebe hier. Wer will sie spüren? Ja, wo ist auf einmal das Kind hin? Mann, dieser Priester macht Kinder wirklich sehr. Seine Umarmungen will man echt vermeiden. Sonst brauchst du sowas wirklich ein Handtuch. Bam. So dumm. Gleich spritze ich dich mit Gottes Liebe voll. Au. Oh, Gottes Liebe erfüllt mich. Ich habe niemanden, dem ich Gottes Liebe geben kann. Bam, er ist tot. Ja, Mann. Oh Gott, ich will. Ich will's auf die Haut dazu. Ich habe Gottes Liebe hier. Wer will sie spüren? Oh Mama. Ja, Ali nicht. Komm, ich mach's noch einmal die Eins und die muss ich jetzt gut machen. Ey. Also erst hab ich. Du hast gewonnen, Sieg! Oh, ein Artefakt. Himmlischer Anzug. 25 Cent und Handschuhe. Oh, geil. Schwere Prüfungen. Nutze es, um den Propheten Moses anzurufen. Viel Glück auf deiner spirituellen Reise, mein Kind. Moses. Moses. So, aber ich würde sagen, bevor wir zu Mosquito gehen, würde ich sagen, beenden wir hier diese Folge. Wir sehen uns dann in 2 Tagen wieder bei der 4. Folge. Also, wenn euch dieses Format gefällt, gebt einen Daumen nach oben. Schaut in die Playlist rein, wenn ihr nicht alle Folgen gesehen habt. Abonniert nicht vergessen. Haut rein, Leute. Ciao.